Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Runde R4, meine Freunde des gepflegten Angelsports. Wir sind heute mal an der abtrünnigen Sura unterwegs, da ist man nicht oft. Sie wollten es ja mal überarbeiten, ich bin gespannt, wann das mal passieren wird. Die Engine ist ja hier nicht so prall auf jeden Fall und von den Fischaktivitäten mal ganz zu schweigen. Nichtsdestotrotz gehen oft auch schon mal hier Marmor- und Silberkarpfen. An so einer Stelle stehen wir jetzt. Mal gucken, ob die noch funktioniert. Bin jetzt gerade eben auch erst angekommen. Einen konnte ich bekommen vor 4 Minuten. 14 Kilo Silberkarpfen. Ja, mal gucken, ob es im Hellen besser wird. Ja, es kann sein, dass die hier nachts nicht so aktiv sind. Das sehe ich jetzt gleich, wenn es hell wird und dann beißen dann wissen wir ja Bescheid. Ja, und wir gucken mal ins Setup rein. Ist ja jetzt nichts Weltbewegendes. Ja, typisches Karpfen-Setup, klassische Haarmontage. Ich habe mich jetzt mal für einen 1-0er Haken entschieden. Alle drei die Bloodies. Und dann hier die üblichen Krempel drauf. Graskuchen Pellets 14, Frühlingskräuter 15, frisches Gras drüber gemäht. Den Dip. Ja, und dann haben wir hier, normalerweise ist klassisch Sonnenblumenkern, Kürbissamen, Leinsamen und dann die zwei Graskuchen Feed Pellets. Ich habe jetzt aber anstatt des Leinsamens Feldgras 18 Boilies gemahlen und mal mit reingemacht und als Dip frisch gemähter Rasen. Ja. So sind alle drei Routen. Ja, jetzt wird es hell und dann gucken wir gleich mal, ob es besser wird oder eben nicht. Wir werden jetzt hier mal so ein halbes Stündchen oder einen Tag über angeln. Dann können wir ja mal sehen, ob der Spot noch aktiv ist und ob er für euch auch sich noch lohnt, hier hinzukommen. Also bleibt gern noch dran. So, jetzt am frühen Morgen sind dann doch mehr Aktivitäten zu verzeichnen. Nur ein Schuppenkarpfen noch reingekommen. Dann in 3 Minütchen hier oder 2 Minütchen 3 Marmor, 12 Kilo, 5 Kilo, knappe 8 Kilo. Aber anscheinend beißen die besser am frühen Morgen bzw. über Tag. Und jetzt gucken wir einfach mal, wo wir sind. Wir sind auf der Karte bei F9. Bei F9. Und der Clip sind 35 Meter. 35 Meter Clip. Ich blende das Ganze nochmal ein für, ich sag mal, andere Mitangler, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Blende ich das gerne auch mal ein. Und ja, bringt ja auch gut XP in der Happy Hour, wenn sie denn dann beißen. Und wenn ordentlich Gewichte bei rumkommen. Hier hat es gerade mal gezuckt. Gucken wir mal, ob das noch was gibt. Oder nicht. Das war sehr zaghaft. Ja. Wäre mal schön, wenn die Sura auch so eine Engine kriegen würde, wie der Yama oder, ich sag mal, wie die Tunguska, also von der Engine her. Man merkt das auch gut daran, wenn man jetzt für YouTube ein Video aufnimmt. Allein die Dateigrößen, ich sag mal, an einem Windenbach oder an einer alten Festung mit der alten Engine. Wenn man da eine gute Qualität aufnehmen will, brachial hoch. Also da ist pro Minute ein Gigabyte weg. Das ist Wahnsinn. Und wenn man jetzt hier am Meer oder, was war denn das für ein Scheiß, Alter. Wenn man am Meer oder an Yama oder sonst wo ist, Koori, wo alles überarbeitet wurde, ja, da hat man dann gerade mal die Hälfte pro Minute, bei denselben Einstellungen wohlgemerkt. Da sieht man schon, dass das super optimiert wurde. Ich hoffe mal, dass die Sura auch bald dran sein wird, auf jeden Fall. Ja, ich bleib noch ein bisschen hier und dann gucken wir gleich mal zum Fazit, ob es sich doch gelohnt hat oder eher doch nicht. Also bleibt gern noch was dabei. So, willkommen zurück. Früher Abend, leider Regen eingesetzt, nichts Neues an der Sura, dreiviertel Stündchen, 14 Karpfen, die haben ja hier noch nie so am Fließband gebissen, immer eher so stoßweise, entweder fängt man dann seinen Trophy-Marmor-Karpfen oder nicht. Ich sehe immer sehr viele Kescher, die haben auch nur so viele, aber dann ist dann eben eine Trophy mit drin. Ja, ich hatte eben nochmal einen Schuppi bekommen, zwei Silberne und zwei Marmor. Und ja, beste Beißzeit, schon früher Morgen. Ja, mittags ist dann Flaute, dann kamen nachmittags nochmal welche rein. Also alles wie immer an der tollen Sura. Ja, in diesem Sinne, jetzt laufen wir aber einmal hier gucken, was die ganze Chose so wert ist. Ah, immerhin
wenn es noch ein paar mehr gebissen hätten. Und wir hätten so 350 Silber. Ist jetzt nicht so die Welt, aber trotzdem 250 Silber. Ich sag jetzt mal, wer wie ich jetzt die Köder sowieso schon parat hatte. Und wenn man die noch rumfliegen hat, da haben wir auf jeden Fall zwei Bisse. Nehmen wir die noch mit? No. Das war wieder ein Fehler. Ja, trotzdem noch gebissen. Ach, guck mal an. Ach, guck mal an. Ja, komm, machen wir das noch. Da könnten wir unser Stundenbudget noch ein bisschen erhöhen. Ich wollte schon sagen, normalerweise ist doch abends auch eine gute Beißzeit. Ah, der könnte wieder so 15 Kilo haben. Also hier muss man einfach echt Geduld haben, ist nun mal so. So gefällt mir die Suche ja, aber viel hier gewesen bin ich noch nie. Warum auch? Obwohl es ja hier auch Aale gibt, aber irgendwie, außer an dem Tümpel, ist mir da auch nie irgendwie was. Ja, keine Ahnung. Da müsste man sich echt durchprobieren, wie so ein Hansel. Ob man da die Zeit, Lust und Geduld so hat, wage ich zu bezweifeln. Ich behaupte mal, die beißen nicht nur am Tümpel, sondern auch hier in dem Fluss. Aber wo? Der Fluss ist groß. Ja. Wo sind die Aale? Das ist eine gute Frage. Komm, den nehmen wir mit. Schönes Ende. Na komm, zier dich nicht so. Die Leute haben noch nicht ewig Zeit bei YouTube, alter Schwede, ey. Ich wundere schon, dass er nicht ausgeschlitzt ist bei der Gewalt- und Shift-Taste hier. Dann können wir mal hier auf 29 gehen, nicht, Idiot. Ah, da geht's auch wieder fröhlich los. Oh, ist ja okay. Da haben wir auch noch ein Biss. Ja, die Marmor kämpfen auf jeden Fall gut. Hat man auf jeden Fall Spaß mit. Oha. Ich wollte sagen, der geht aber auch nicht in die Bremse. Aber das ist schon besser auf jeden Fall. Ach, guck mal hier. 20 Kilo. Ja, läuft. Man könnte natürlich jetzt das PVA auch noch direkt größer wählen. Ja. Komm, du kleiner Bengel. Dann nehmen wir dich auch noch direkt mit. Dann können wir mal nochmal zum Fischmarkt gehen. Dann gucken wir mal, was wir jetzt quasi in einer Stunde, kann man ja sagen. Müssten wir jetzt auf 300 gekommen sein. So. Ein Silberner wäre jetzt nochmal schön. Oh, ist sogar, glaube ich, ein Silberner. Ne, ist ein Marmor. Oh, der hängt scheiße. Das geht wieder Verschleiß. Lass das mal nicht R4 sehen. Jo, dann haben wir nochmal 35 Kilo Karpfen rausgerotzt. Also laufen wir nochmal eben gucken, was die so ab 20 Kilo wert sind. Und dann seid ihr entlassen. Oh, jetzt haben wir 322 Silber. Ist okay. Ist okay. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Könnt ihr mal gerne probieren, wenn ihr die Trophy noch braucht. Silber oder Marmor. Könntet ihr hier auf jeden Fall Glück haben. Geduld ist auf jeden Fall gefragt. Haut's rein und tschüss.